Ja, also auch Leute, die eher so ein bisschen Kopfmenschen sind wie ich, wenn man sich dann einmal drauf eingelassen hat, erst habe ich wirklich gedacht, ich bin hier ein bisschen fehl am Platz. Ja, aber wenn man dann einmal drin ist, dann eröffnen sich einem schon viele Möglichkeiten. Ja. Also auch wenn man am Anfang so ein bisschen zweifelt, ob man hier überhaupt richtig ist, ja, man wird dann einfach von den anderen so mitgerissen, dass es dann am Ende gut ist. Also ich nehme jetzt hier wirklich sehr viel mit, was ich dann auch anwenden kann. Mein Name ist Lisa, ich bin 28 Jahre alt, habe zweites Staatsexamen gemacht vor 2 Jahren, bin Grundschullehrerin und möchte aber nicht mehr in der Schule arbeiten, sondern suche eine Alternative. Und dann bin ich ja, bei meiner Recherche auf die Ausbildung zum Kinder- und Jugendcoach gekommen. Ja, es war schon so eine kleine Achterbahnfahrt, weil ich doch am Anfang immer sehr viel nachgedacht habe, mich ein bisschen schwer einlassen konnte auf die Methoden. Es wurde dann aber immer besser, dadurch, dass ich die Leute ja besser kennengelernt habe und dass mir die Methoden, die später kamen, irgendwie persönlich ein bisschen mehr zugesagt haben, kann ich mich jetzt auch reinversetzen. Ja, wenn ich hier morgens reinkomme, dann bin ich meistens ganz entspannt. Am Anfang war es noch ein bisschen aufregend, weil man nie wusste, was kommt und ob das jetzt nicht unangenehm wird. Aber bis jetzt waren alle Übungen so, dass es nicht unangenehm war und es eigentlich ich bin entspannt, wenn ich hier hinkomme und gespannt, was kommt. Wenn man stundenlang am Tag in diesem Seminarraum sitzt und man gerade keine Übungsphase hat, man kann ihm eigentlich die ganze Zeit folgen. Er hat es ja am Anfang auch erklärt, dass er halt so immer hin und her springt zwischen verschiedenen Themen. Also man ist eigentlich immer dabei. Man muss sich eigentlich auch nichts aufschreiben, weil man sich doch irgendwie merken kann. Und ja, er hat sich dann auch ganz besonders Zeit für mich genommen, weil ich am Anfang wirklich nicht so gut reingekommen bin. Also er hat dann auch 2-mal mit mir die Übung gemacht als Coach und ja, hat mir schon sehr geholfen.